Folge Nummer 40 von City Skylines mit dem Berchtesgadener Land und den DLC Snowfall. Wir haben letztes Mal hier die Seniorenresistenz gemacht, das Altersheim. Seniorenresistenz ist doch was anderes. Und naja, dann gucken wir mal, wie die da sich so drüber freuen, dass sie jetzt hier am Wasser wohnen. Vielleicht kriegen sie auch mal nasse Füße, weil das Wasser über Bord geht, kann ja auch sein. So, was müssen wir machen? Das ist die Frage. Hier unten sind die Bereiche erstmal alle gut. Können wir eigentlich ein Dingens kaufen? Nein, können wir nicht. Wann kommen die nächsten Errungenschaften? Da gibt es auch 2 Quadratkilometer. Dann wieder. Und das ist bei 30.000. Okay, 23.000 haben wir. Ist dann die Frage, ob wir dann diese Fläche hier nehmen, ne? Wir wollten ja irgendwo auch weiter hinten. Hier ist ja irgendwo noch das Erdöl, ne? Ich glaube, wir müssten noch ein Feld weiter, um ans Erdöl zu kommen, ne? Oder wie war das? Ja, das reicht nicht ganz. Also ein Feld müssen wir definitiv hier noch haben. Ist dann die Frage, wie das so geht, ne? Ob wir da überhaupt hinkommen. Wir werden sehen. Ja, wie sieht's denn hier überhaupt aus? Wir können jetzt hier erstmal Dingens machen. Wie heißt es? Gebiete, die... Ah, haben wir ja Gebiete sogar schon gemacht, ne? 2 haben wir da. Ist das denn so aufgeteilt nach Dingens? Ja. Einigermaßen, ne? Ja, muss man mal gucken. Hier unten Industriegebiet. Aber wir haben noch kein Industriegebiet gebaut, ne? Sollten wir vielleicht mal Industriefläche hinsetzen, oder? Müssen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen. Ah, hier am Anfang sind wir ja schon... Ach so, das war das Ende vom ganzen Berg da, ne? Ein bisschen hoch ist er ja. Wir können ja ein bisschen was senken hier. So. Wir müssen hier nochmal rein mit einer Straße. Sollten wir vielleicht mal machen, oder? Wie groß haben wir denn die Straße? Das ist so tatsächlich nur eine Zweispur. War jetzt nicht so prickelnd, vielleicht nur eine Zweispur da zu machen, oder? Vielleicht reicht es ja auch. Und ich würde jetzt sagen, wir gehen einfach hier mal so rein, oder? Mal einfach mal so. Ne, müssen wir schon weitermachen bis dahin. Sonst haben wir ja wieder das Problem mit dem Dingens, ne? Wie heißt es? Mit, ne? Weißt du schon. Das Problem mit Kreuzung und Stau und so, ne? Also hier wird sich jetzt nicht zurückstauen, wenn wir da einfach weiter so machen. Aber ist diese Frage, ist das zu klein dann, ne? Das ist die Frage. Also ich würde jetzt hier einfach weiterziehen wollen, sozusagen. Und dann die Straße mal hier so lang machen. Einfach mal so die Sackgasse hier bauen, oder? So würde ich es machen und dann vielleicht hier noch. Da ist ja keine Ab... Doch. Ne, das ist ja die Autobahn. Dann würde ich hier noch eine Straße reinziehen, die hier noch so ein bisschen Sackgasse ist, ne? Dann passt das schon, oder? Wie sieht es da mit Wasser aus? Okay, ist fast sogar da. Machen wir da noch ein Stück mehr, dann ist das da auch abgedeckt. So passt's dann, oder? Alle haben da Wasser. Jo. Vielleicht da noch ein bisschen weiterziehen. Dann ist das da auch 100% abgedeckt. So, dann sieht das doch gar nicht schlecht aus, ne? Wir haben hier so ein bisschen weitergemacht. Im Kreuzungsbereich können wir nochmal gerade hier ein bisschen Kommerz setzen. Dann können die auch alle einkaufen. Wenn sie Lust haben, ne? Ja, so würde ich das schon machen wollen. Wir könnten ja auch hier irgendwo mal ein paar Bürogebäude machen. Vielleicht im vorderen Bereich, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier auch Wasser ist. Müsste man mal gerade gucken. Ja, aber auch, okay.
Ah, stromtechnisch haben wir da noch ein Problem jetzt, ne? Was denn das? Also die haben ja definitiv schon mal Strom, weil dahin, ne? Ist klar. Aber was ist das für ein... Die Verbrennungsanlage braucht keinen Strom, okay. Die produzieren selber Strom durch den verbrannten Müll, ne? Wenn das eine Müllverbrennungsanlage ist, ne? Dann mach das mal daneben und mal alles weg. Dann würde ich sagen, mach da mal lieber so einen Industriebetrieb hin, die interessiert das nämlich nicht so sehr. So, das läuft. Wie viel produzieren die denn da auch Strom dann? Das ist, weiß ich nicht, haben wir das jetzt gesehen? Ja, verbrannt zur Stromerzeugung Müll, aber wie viel steht hier nicht, ne? Naja, ist aber gut. Wir werden sehen. Wir werden es mitkriegen. Hier fehlen definitiv Arbeiter. Nicht genügend Arbeiter. Wir brauchen, ja, gebildete, ungebildete, gut gebildete. Wir brauchen alle Arbeiter. Das heißt, unser Schulsystem ist noch in Frage. Okay, hier oben gibt es sowieso keine Schule, ne? Wo hört das auf? Da hört das auf. Dann müsste ich ja hier schon wieder eine hinbauen. Hier so direkt dran, dann muss das weg. Aber ich glaube, so ist gut, ne? Hier so kommt schon gut hin. So, dann können die da auch wohnen. Wohnen ist gut, ne? Zur Schule gehen. Sollen wir das einfach weitermachen hier? Komm, machen wir mal ein paar Blocks noch hin. Die auch. Fertig. Passt, oder? Da haben wir da auch ein bisschen mehr. So, Industrie wäre immer noch gefragt, also Arbeitsplätze sind immer noch zu wenig. Aber ich will jetzt keine Arbeitsplätze machen. Wo fehlt es hier dran, ne? Arbeiter fehlen da auch. Gebildete Arbeiter. Was haben wir denn insgesamt gesehen so? Grundschule haben wir, Oberschule haben wir, Universität haben wir gar nicht. Bibliothek auch nicht. Oberschulen sind hier, dann müssen wir mal eine Uni vielleicht machen oder was? Wie, da gibt es welche mit Uni, aber wir haben noch keine. Dann fahren die irgendwo ins andere Gegend und machen die Uni da oder was? Wo ist denn hier eine Uni da? Oder ist das auch eine? Ich würde diese favorisieren. Wo können wir die denn hinsetzen, dass die viele erreicht? Okay, das ist jetzt hier auch kein Einzugsgebiet von der Uni, ne? Schon schlecht. Hier kannst du auch nirgendwo hinsetzen, weil nicht passend Gelände ist, ne? Hier irgendwo was. Da war gerade ein grünes Licht da, ab jetzt zu gehen. Würde diese ganzen Bewohner da betreffen, dass die zur Uni gehen können? Wären bestimmt viele, ne? Aber hier ist irgendwie nicht so wirklich das Wohngebiet, ne? Ist hier hinten was? Da wird sie hingehen. Reichweite gleich 0 auf Deutsch gesagt, ne? Interessant, dass nach rechts von meinem Cursor oder da, wo wir es bauen, geht es mehr weg wie nach links. Krass, oder? Hier passt sie nirgendwo hin. Ist wirklich das Einzige da, oder was? Oh, da fehlt Strom. Da müssten wir dann natürlich noch ordentlich bauen, dass wir hier zur Uni gehen können, ne? Lassen wir mal. Wir kümmern uns mal gerade besser um den Strom. Haben wir gerade Flaute oder was? Hier wäre schön, ne? Da ist.
Da pustet ordentlich Wind. Machen wir da noch 3 Stück hin. Und wir schließen mal die an. Gute Frage, ne? Aber hier wird's gehen, ne? Dann ist das Wasser auch angeschlossen. Ja, sieht gut aus. Alle pluppen hier weg. Alle haben wieder Strom. Wunderbar. Gut, wie sieht's hier mit Heizleistung aus? Wo haben wir denn hier Heizung? Da. Oh, das sieht aber prima aus. Da haben wir genug Power. Hier gibt's gar keine Heizung, ne? Da müssten wir erst noch ausbauen. Vielleicht sollten wir das mal tun. Das da. Damit die Diebe nicht hier den kalten Hintern kriegen, oder wie ist das? Hier beheizte Gehwege um Friedhof wahrscheinlich, oder irgendwie sowas wird das dann, ne? Also hier in den hohen Häusern, da sollten wir schon gucken, dass wir die da mit Wärme bedienen, ne, oder? So, passt's erstmal. Hier gibt's auch noch, warte mal, da muss noch ein bisschen davor, ja. So, können wir es da auch lassen. Dieses Stück brauchen wir erstmal nicht machen. Ach, hier sind auch so viele, ne? Kriegen die alle einen warmen Hintern jetzt? So, die haben auch alle gleich. Da kommen die auch noch. Und das auch noch, dann haben wir das auch noch fertig. Dieses Haus kriegt keine Heizung. Warte, da ist tatsächlich noch so ein Teil, das darüber geht. Und hier fehlt es auch irgendwo. So, dann haben wir das auch noch hingekriegt. Dann kriegt das eine auch noch. Wie? Ich wollte gerade sagen, ich baue das und dann kommt die Heizung nicht dahin. Jetzt haben sie wohl alle Heizung, ne? Ja. Gut, die Heizkraft ist aber relativ schrumpfend dann. Aber naja, die wird dann auch noch kommen, ne? So, dann holen wir mal gerade die Abrissbirne raus hier. Ach so, geht nicht, ne? Dann nochmal. Hier ist irgendwas mit einem Feuer gewesen, das kann auch weg. War hier nicht, ja, da ist. Aber eigentlich wenig, was wir abreißen müssen, so, ne? Sind gerade alle relativ zufrieden, ne? Hier sind noch ein paar leerstehende Gebäude. Jetzt auch mal gebrannt. Also alle wollen hier wieder wohnen, ne? Geht erstmal. Also hier haben wir eine schicke Straße, den Berg hoch, aber was sind das hier? Hütten, Baracken oder was sind das? Interessant, was hier so. Sieht nach Bauholz aus oder sowas, ne? Die ganze Straße lang. Ist Industrie, Lagerfläche. Einfach nur sehr interessant. Eigentlich wäre das ja auch sinnig gewesen, da Wohnraum zu schaffen, ne? Dann hätten sich die Leute gefreut da, ne, oder? Tolle Aussicht hier oben und so, ne?
Brauchen ja gerade wieder Wohnraum. Hier jeder sein kleines Eigenheim, ne? Gucken, ob die das so schön da bauen, ne? Hanglage, ne? Mit Blick aufs Meer. Ne, das Meer haben wir ja nicht, ne? Aber mit Blick auf den See. Nee, der. Oder? Oh, ne, ich glaube, den schafft man nicht hier zu sehen, ne? Ne, der fängt erst hinterm Berg an. Das klappt nicht ganz. Aber mit wunderbaren Blick ins Tal. Hier die Ramsauer Ache oder was das auch immer ist, ne? Wird werden, ne? So, das haben wir dann auch ein bisschen wieder. Wohnraum geschaffen. Ja, dann müssen wir uns in der nächsten Folge mal ein bisschen um andere Probleme noch gucken. Ich denke mal, wenn wir hier mal so durchblättern, hier Strom ist ja alles gut. Der läuft noch gerade. Alle sind zufrieden. Wasser war, glaube ich, auch gut, ne? Nee, Wasser ist hier nicht gut, sehe ich gerade, oder? Hier fehlt's an Wasser. Okay. Gut, dann haben wir da auf jeden Fall eine Aufgabe für die nächste Folge, das Wasser nochmal zu kontrollieren. Ist ja auch im gelben Bereich, wie wir hier gerade sehen. Da müssen wir noch ein neues Pumpwerk bauen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare recht herzlich willkommen und genauso gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.